Lang, lang ist's her, aber ich habe wieder ein Video für euch vorbereitet. Und diesmal gibt's ein sehr kleines Bild, und zwar auf dieser Leinwand hier. Ich habe den mal vor Jahren im Nanunana mitgenommen und seitdem wusste ich aber nie, was ich darauf malen könnte. Aber ich hatte letztens eine Idee. Denn wie viele von euch bestimmt wissen, sind vor kurzem die neuen Folgen von Mandalorian rausgekommen. Und da ich ein großer Fan von Grogu bin, wollte ich wieder ein Bild von Grogu malen. Als nächstes hat sich mir dann die Frage gestellt, was benutze ich für Farben? Und da ich schon lange meine Gouache-Farben wieder nicht verwendet habe, dachte ich mir, mache ich mit denen was. Da ich mit denen ja auch noch ein bisschen üben muss und das war die perfekte Gelegenheit dazu. Dieses Mal zeige ich euch auch, wie ich die Skizze von Grogu gemacht habe. Und dafür habe ich lediglich einen Druckbleistift verwendet, einen Knetradiergummi und einen normalen Radiergummi. Und dann ging es auch schon los. Der Druckbleistift, der ist von Faber-Castell. Ich glaube, den hat eigentlich auch so gefühlt jeder. Und der Knetradiergummi auch. Und der andere Radiergummi auch. Ja, also das Bild habe ich ja eigentlich nur gemacht, weil ich dachte, dafür brauche ich nicht so lange. Aber am Ende hat sich dann herausgestellt, dass ich doch ziemlich lange gebraucht habe. Also allein für die Vorskizze habe ich eine Stunde schon gebraucht. Und da ich ja so detailliert immer versucht zu arbeiten, auch wenn das diesmal nicht ganz so gut geklappt hat, ja, habe ich für das Bild insgesamt 6 bis 7 Stunden wieder gebraucht. Was mich sehr überrascht hat und ich hatte das eigentlich nicht vor. Aber es war auf jeden Fall eine Erfahrung wert, weil das mein erstes Bild war, was ich gezeichnet habe, das überhaupt so klein war. Und deswegen hat das Ganze doch auch Spaß gemacht, auch wenn es so lange gedauert hat. Außerdem war das meine gute Möglichkeit für mich, nicht so auf die Details zu achten. Auch wenn ich es nicht abschalten konnte und es trotzdem versucht habe. Und das mich innerlich komplett gequält hat ein bisschen. Aber gut, ja, da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Aber ich denke, für mein erstes kleines Bild ist mir das ganz gut gelungen. Und ja, was mir dabei auch wieder aufgefallen ist, dass ich es unbedingt üben muss zu mischen. Immer wieder merke ich, dass ich Probleme mit dem Mischen habe und nie mache ich was dafür. Also da nochmal eine Notiz an mich selber, Vanessa, üb bitte Farben mischen. Ja, und was mir dann am Ende auch noch aufgefallen ist, ist das blaue Wasser, was ihr am Ende sehen werdet, das spiegelt sich nicht richtig in dem Gesicht von Baby Yoda. Also da hätte ich eigentlich mehr Blau in die Hautfarbe. Also es ist ja keine Hautfarbe, Baby Yoda ist ja grün. Aber da hätte ich mehr Blau reinmischen müssen. Also das ist zu grünlich. Und ja, also das Licht hätte sich mehr in dem Gesicht von Baby Yoda spiegeln müssen. Ich hoffe, ich konnte es gut erklären. Ja, aber das ist ja nicht so wild und es fällt eigentlich auch kaum auf. Aber genug mit dem Negativen hier. Alles in allem mag ich das Bild total und das steht jetzt auch vor unserem Fernseher. Also da kann ich es immer schön angucken und Baby Yoda bestaunen. Und deswegen, ja, also das Gesamtergebnis finde ich wieder sehr schön. Und wie gesagt, aus Fehlern lernt man. Und das nächste Mal mache ich es noch besser. Hoffentlich. Aber ich lasse euch jetzt erstmal wieder allein, damit ihr in Ruhe den Zeichenprozess angucken könnt. In diesem Fall Malprozess. Und hoffe, euch gefällt das Endergebnis genauso gut wie mir.
So, wir sind jetzt fast am Ende angelangt und man kann auch schon sehen, wohin das Ganze führt. Deswegen melde ich mich jetzt wieder. Und zwar wollte ich noch sagen, dass ich hoffe, dass ich jetzt wieder mehr produzieren kann. Also ich bin jetzt endlich mit meinen Prüfungen durch und werde endlich wieder mehr Zeit haben und habe auch schon ein paar Ideen. Lasst euch überraschen. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich wieder mehr malen kann jetzt demnächst. Und ja, hier seht ihr jetzt gleich das fertige Ergebnis. Ich hoffe, euch gefällt es genauso gut wie mir. Wenn es euch gefällt, dann lasst mir wieder gerne einen Daumen nach oben da oder abonniert meinen Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Eure Creativeness.